Die Themenwoche Anleihen wird Ihnen präsentiert von Börse Stuttgart, die Privatanlegerbörse. Die Euro-Schuldenkrise hat Staatsanleihen in die Schlagzeilen gebracht, denn Griechenland macht klar, auch die einst als sicherer Hafen geltenden europäischen Staatsanleihen bergen Risiken. Und doch halten Experten Anleihen nach wie vor für eine wichtige Depotbeimischung. Es handelt sich dabei um verzinsliche Wertpapiere mit einer festen Laufzeit. Während der Laufzeit können Anleihen an der Börse verkauft werden, möglicherweise aber mit Abschlägen. Neben Staatsanleihen gibt es zum Beispiel auch Unternehmensanleihen. Und dazu begrüße ich den Vermögensverwalter Uwe Proksch. Sie halten Anleihen für eine sinnvolle Depotbeimischung. Warum? Anleihen sind eine ganz andere Art von Anlageinstrument wie eine Aktie. Sie haben ein festes Rückzahlungsprofil. Es gibt die unterschiedlichsten Ausgestaltungsmöglichkeiten. Und im Idealfall verhalten sich Anleihen genau andersrum wie die Aktien im Markt. Das heißt, sie korrelieren nicht oder sogar negativ mit Aktien. Und deswegen sind sie ein sehr gutes Instrument zur Diversifikation im Portfolio. Natürlich sollten Anleger darauf achten, wem er sein Geld leiht. Worauf sollte er bei der Auswahl der Schuldner besonders gucken? Die Ratings der großen Ratingagenturen sind, wie die Vergangenheit gezeigt hat, nicht immer die erste Wahl bei der Bewertung von Schuldnern. Und gerade bei Unternehmensanleihen macht es tatsächlich Sinn, sich sehr genau die Unternehmen anzuschauen und auch mal einen Blick auf die Unternehmensbilanzen zu werfen, um einfach so eine gute Auswahlmöglichkeit und einen Überblick über das Risiko zu bekommen. Nun gibt es Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten. Worauf sollte der Anleger hier achten? Eine Rückzahlung zu 100% heißt noch lange nicht, dass während der Laufzeit die Anleihe nicht deutlich unter diesen 100% notieren kann. Und das muss gar nicht an der Bonität des Unternehmens oder des Staates liegen. Da reicht schon, wenn die Zinsen steigen, dann gehen annahmegemäß, je länger die Laufzeit einer Anleihe zurück, der Kurs zurück. Und deswegen bei der Bestimmung der Auswahl von Anleihen ist es wichtig, die Laufzeit zu beachten und genau abzustimmen auf den persönlichen Anlagehorizont. Das heißt, wann ich das Geld brauche, sollte auch eine Anleihe fällig sein. Es gibt neuerdings auch inflationsgeschützte Anleihen. Worauf ist hier zu achten? Das sind zwei Dinge. Zum einen ist, dass man wirklich einen Inflationsschutz von der Anleihe nur bekommt, wenn sich dieser Inflationsschutz auch auf die Anleihennominale bezieht. Das heißt, es muss einen Anpassungskoeffizient bestehen, wo die Inflationsrate auch die Nominale schützt, wie das zum Beispiel bei der klassischen deutschen inflationsindexierten Anleihe der Fall ist. Außerdem muss man berücksichtigen bei der Kursentwicklung, dass eine Rendite einer inflationsgeschützten Anleihe nach Inflation nur dann wirklich besser ist, wenn wir wirklich einen negativen Realzins haben, weil sonst ist eine herkömmliche Anleihe im Regelfall mit einer höheren Rendite ausgestattet. Welche Anleihearten empfehlen Sie als Vermögensverwalter denn im Augenblick Ihren Kunden? Gut, von den Emittenten her, Staatsanleihen, Sie hatten es vor eingangs erwähnt, europäischer Staaten sind nicht mehr die erste Wahl. Da muss sich der Blick ganz klar an die Schwellenländerstaaten richten, die bessere Zahlungsbilanzdaten haben und eine höhere Sicherheit garantieren. Dann die angesprochenen Unternehmensanleihen, da lohnt auf jeden Fall ein Blick auf die kleineren und mittleren Unternehmen, wo man sich auch selber einen Blick über die Bilanzen, über die Unternehmensführung verschaffen kann. Und wenn man bei großen Unternehmen ist, auf jeden Fall Wandelanleihen, und zwar als Kombination der guten Seite sowohl von der Aktie als auch von der Anleihe. Und mehr zu diesen einzelnen Arten der Anleihen im Laufe dieser Themenwoche. Danke für heute, Uwe Proksch. Gerne. Die Themenwoche Anleihen wurde Ihnen präsentiert von Börse Stuttgart, die Privatanlegerbörse.